Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer deutschen lokalen Ignite-Session zum Thema State-of-the-Art Developer Workplace und Tools. Mein Name ist Kira, ich bin Teil der Azure Business Group bei Microsoft Deutschland und verantwortlich für Entwickler. Und die Session werde ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Thorsten halten. Thorsten, stage is yours. Ja, hallo, ich bin Thorsten, ich bin Product Marketing Manager bei Microsoft im gleichen Team wie die Kira. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute früh eingeschaltet habt. Wie wir schon gestern gesehen haben, liegt uns das Thema Developer Velocity besonders am Herzen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal eine Hands-on-Session um all diese Tools herumbauen und euch diese Tools vorstellen. Also ihr werdet heute GitHub Codespaces sehen. Ihr werdet verschiedene Visual Studio Code Extensions sehen, die gerade die Zusammenarbeit unter Entwicklern erleichtern sollen. Vor allen Dingen auch das Onboarding neuer Entwickler erleichtern soll. Und wir werden am Ende auch noch einen Ausblick auf GitHub Copilot werfen. Super cooles neues Feature, was wir euch eben auch hands-on kurz vorstellen wollen. Und dafür schlüpfen wir heute in eine neue Rolle. Kira und ich sind Entwickler in einer kleinen Softwarefirma. Kira hat ihren ersten Arbeitstag und ich werde sie jetzt gleich mal anrufen. Ich glaube, das Telefon läutet schon. Kira, hallo. Hallo Kira, hier ist Thorsten. Wie geht's dir? Hi Thorsten, danke für den Anruf. Gut, erster Tag, viele neue Eindrücke, aber alles in Ordnung soweit. Danke. Super cool. Ja, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Stress. Du, ich habe schon gehört, dein Arbeitsgerät soll jetzt irgendwie erst Ende der Woche kommen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir dachten, dass wir dich schon arbeitsfähig irgendwie heute oder morgen bekommen können, damit du gleich loslegen kannst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hast du auch schon wahrscheinlich die Mail gesehen, ne? Genau, E-Mail kam, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe deine E-Mail schon gesehen, die du mir zur Vorbereitung geschickt hast und ich habe auch schon mal gestartet. Also es ist zwar ärgerlich, aber kein Problem. Wir können die Woche starten. Okay, wie kann ich das verstehen, dass du sagst, du hast schon gestartet? Hast du auf deinem privaten Laptop also klar, ich habe dir eine E-Mail geschickt mit ganz vielen Tools, mit Frameworks und so weiter, die wir normalerweise benutzen, so was unser täglich Brot ist. Und hast du das jetzt auf deinem privaten Laptop installiert oder das sollst du bitte nicht? Nee, ich habe mir einen Dev-Container mit all den Tools und Packages gebaut und dann meine eigene Entwicklungsumgebung in der Cloud mit GitHub Codespaces erstellt. Ganz unkompliziert. Moment, Moment, das geht mir ein bisschen zu schnell. Du hast einen Dev-Container erstellt und das dann mit GitHub Codespaces genutzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mir da bis. Also wir haben ja eine halbe Stunde Zeit. Hast du da irgendwie Lust, mir das kurz zu zeigen oder so? Das wäre super cool. Sehr gerne, das mache ich gerne. Ich schicke dir mal kurz mein GitHub-Repo und wenn du dann einfach deinen Bildschirm teilen würdest, dann können wir gemeinsam durchgehen. Ja, kann ich gerne machen, ja. Ah, hier ist schon dein Repo. Genau. Gib mir eine Sekunde. Bildschirm share ich auch. So, müsstest du jetzt eigentlich sehen. Super. Genau, ich sehe schon. Dev-Container. Super cool. Genau, eine Flask-App hast du gebaut schon mal. Sehr cool. Ja, wir arbeiten auch viel mit Flask. Unsere Microservice-Architektur ist so aufgebaut. Finde ich cool. Was Kennst soll du ich mir denn anschauen? schon die neue Web-Editor-Ansicht? GitHub Web-Editor-Ansicht, nee, kenne ich nicht. Genau, weil die eignet sich prima, um einen kurzen Überblick über die Dateien im Repo, die ich dir jetzt hauptsächlich heute zeigen will, zu bekommen. Also drück einfach mal einen Punkt auf der Tastatur. Neben dem Komma den Punkt, Ja, ja? genau. Oder ist ja nur ein Punkt auf der Tastatur? Ganz genau. Ah, okay, was passiert jetzt? Okay, die Domain hat sich geändert. Wir sind jetzt GitHub Dev, okay, und ich bin scheinbar immer noch in deinem Repo. Ah, das sieht ja aus wie Visual Studio Code hier. Mein Lieblingseditor, sehr cool. Genau. Was ist denn das? Visual Studio Code in der Cloud, oder? Das ist die neue GitHub Web-Editor-Ansicht. Also wie ich gesagt habe, die eignet sich prima, um einen kurzen Überblick über die Dateien in einem Repo zu bekommen, aber auch um Änderungen zu pushen oder einen Pull-Request zu erstellen. Ah, okay, das ist ja cool. Genau, ja, sonst ist es halt super anstrengend, wenn man auf der Website immer zwischen all den Files da dann in der Web-Ansicht hin und her gehen muss. Von daher ist es cool, dass man so eine gewohnte Umgebung hier hat. Find ich super cool. Habe ich schon mal was gelernt hier von dir. Aber ist das jetzt irgendwie
Habe ich da auch die Möglichkeit jetzt zu debuggen oder so oder ein Terminal? Ich sehe hier schon, andere Terminal gibt es scheinbar nicht. Und Ja, gute Frage. Also das ist wirklich eine Webansicht, die hat keine Compute Unit attached, aber du kannst viele der gewohnten Visual Studio Code Extensions auch und auch zum Beispiel die Command-Palette nutzen. Ich zeige dir gleich auch noch Möglichkeiten, mit Visual Studio Code in der Cloud zu debuggen und den Terminal zu benutzen. Aber bevor wir starten, vielleicht was anderes. Hast du Visual Studio Code installiert? Ich, na klar, habe ich Visual Studio Code installiert. Warte, mache ich sofort mal auf. Okay. Here we are. Aber ich habe jetzt nichts geöffnet. Okay, es gibt nämlich für Visual Studio Code eine Extension, die nennt sich GitHub Repository. Möchtest du die vielleicht mal kurz installieren? Repositories. Ah ja, guck mal hier. GitHub Repositories. Install. Ja, installiert. Achso, das ist ja mein Screen. Genau, das ist alles super. Öffne mal bitte die Command-Palette und Ja, dann, Steuerung P. Ah, genau. ja. Wenn du dann Repositories eintippst und auf Open Remote Repository klickst. Open Remote Repository, das meinst du bestimmt, ne? Ja, genau. Und was du dann siehst, ja. Und dann deins auch, ja? Das habe ich schon Genau. als Ablagen. Ah, okay. Was macht er denn jetzt? Jetzt lädt er das hier rein. Okay. Wahrscheinlich dauert das irgendwie eine Sekunde. Sprachpaket will ich nicht installieren. Okay. Ja, super cool. Genau, Genau. jetzt kannst du dir die GitHub-Repos anschauen, ohne sie gleich klonen zu müssen. Naja. Ja, wahrscheinlich ist meine Internetverbindung irgendwie gerade schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen wollen, aber ich glaube, dann switche ich einfach mal in den Browser zurück. Oder vielleicht haben wir nochmal ein neues Fenster. Aber also es ist im Endeffekt so wie die Web-Editor-Ansicht in Visual Studio Code. Also man hat dann auch die Möglichkeit, durch die Repositories durchzugehen. Ah, guck mal, jetzt sind wir auch schon da und ich sehe das alles wieder. Okay. Ja, das ist natürlich super cool, wenn man dann lokal in seinem Visual Studio Code irgendwie sich ein Repository anschauen kann, wenn ich dich richtig verstehe, ohne das jetzt klonen zu müssen oder so. Sonst muss man ja immer das klonen, damit man es irgendwie hat. Und jetzt habe ich das sozusagen hier. Und hier sehe ich schon, ich habe ein Terminal, aber das ist mein lokaler Terminal. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Ja, super. Auch Super, cool. Also das hier ist sind GitHub Repositories. Okay, cool. Und dann, genau. wenn ich jetzt eine Änderung mache, das kann ich aber alles machen. Ja, ich kann jetzt hier irgendwie Kommentare reinschreiben und irgendwie irgendwas machen. Ja, okay, cool. Genau. Wenn du Dann magst, kann ich dir auch kurz die Files in meinem Repo zeigen oder wir können sie gemeinsam anschauen. ja, gerne, genau. Das hat jetzt so, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit dem Dev-Container noch nichts zu tun, oder? Nee, noch nicht. Öffne gerne mal den Dev-Container und dort dann das Dev-Container-JSON-File. Ah ja, okay. Ah, Ja, ich das sehe. ist. Okay, also hier oben scheinbar legt man den Namen für den Dev-Container an. Hier werden wahrscheinlich ein paar Parameter übergeben. Ach, hier ist ein Docker-File, was dann spezifiziert wird. Okay. Nochmal ein paar Parameter. Ich gehe da einfach muss mal so ganz schnell rüber, was ich so verstehe Genau. davon. Okay. Und hier kann man sozusagen Visual Studio Code Extensions angeben, die dann wahrscheinlich in dem Dev-Container irgendwie mit installiert werden, nehme ich mal an. Aber ich habe das so ganz noch nicht verstanden. Okay. Ach so, das Docker-File wird hier referenziert. Was ist das denn? Genau, also im Endeffekt kannst du ganz klein anfangen mit einem neuen Dev-Container und wenn du dann zum Beispiel kein Docker-File angegeben hast, wird ein Default-Image genommen und dort dann auch schon die wichtigsten Tools vorinstalliert, zum Beispiel Node oder .NET. Okay, verstehe. Ja, weil das sieht jetzt tatsächlich aus, als ob du dir schon wahnsinnig viel Arbeit gemacht hast. Ich sehe schon, das Dockerfile basiert auf einem, genau, Debian Ubuntu-based Image. Okay. Ah, und jetzt verstehe ich, hier werden im Dockerfile dann verschiedene Skripte also laufen gelassen. Ja, die Azure CLI installierst du, Node installierst du. Okay, also du hast ein blankes Ubuntu-Image und installierst dort all das rein, was bei mir in der E-Mail stand. Also all diese Tools und Frameworks, die wir brauchen. kubectl, Dapper, genau, sehr cool. Terraform, Terragrant, ah ja, genau. Ah ja,
Das finde genau, ich habe nicht alle Command-Line-Tools und Frameworks aus deiner E-Mail schon installiert und es ging auch echt super schnell. Also es sieht nach viel Arbeit aus, aber war es gar nicht. Ah, okay. Aber du hast gesagt, also man kann anfangen mit irgendwie so einem ganz, ganz kleinen irgendwie Create New Dev Container oder Create New Code Spaces und das ist dann so ein Default Image. Da sind schon ein paar Sachen drin. Was meintest du? Node ist schon drin und .NET und so. Okay, ja, das reicht ja auch schon für viele Zwecke und dann kann man sich das ja nach und nach rein installieren. Okay, verstehe. Schon GitHub Repository von Microsoft, wo du dir im Endeffekt dann auch schon verschiedene vorgefertigte Dev Container aus einem Katalog aussuchen kannst. Ah, okay. Wie sieht das aus? Wollen wir da mal hingehen? Ja, gerne. Wenn du im Browser auf Microsoft / VS Code -dev-containers klickst, okay. Microsoft / VS Code -dev-containers. Ja, ich glaube, ich bin hier schon drin. Jetzt hat es bei mir ein bisschen verzögert. Genau. Ah ja, okay, jetzt sehe ich das. Okay, da sind so ganz viele verschiedene. Und das sind sozusagen Dev-Container, die dann die Grundlage bilden für zum Beispiel dann GitHub Code Spaces oder so, oder? Ganz genau. Sollen wir uns das auch anschauen? Ja, weißt du, mir fällt gerade ein, so ein Dev-Container, das hatte schon mal ein Kollege von mir genutzt gehabt. Da habe ich das aber mir noch gar nicht genauer angeschaut. Der hat das genutzt für dieses Windows-Subsystem für Linux. Und das scheint aber dann das Gleiche zu sein, weil der launcht ja dann den Dev-Container in dem DSL und hat da auch gesagt, er hat so ein Image, wo er alles rein installieren kann. Boah, das ist ja cool, dann kann man das nicht nur für WSL nutzen, sondern auch für Codespaces, okay. Genau, was wollten wir uns anschauen? Mensch, ich lerne so viele neue Sachen heute, richtig? Ich mag es, wie euphorisch du bist und wie du das alles aufnimmst. Wenn du magst, können wir uns noch Codespaces anschauen. Unbedingt, genau. Okay. Wenn du wieder auf github.com in mein Repo gehst. Okay, also jetzt gehen wir wieder auf die Website. Warte. github.com. Genau, da sind wir genau hier. Ja, siehst du hier den grünen Button rechts, wo Code draufsteht? Aber ich soll jetzt nicht klonen. Ah, okay, hier ist Codespace jetzt. Okay. Genau. Und dann einfach auf neue New Codespace klicken, bitte. Und was jetzt tatsächlich passiert, ist, dass der Container mithilfe des Docker-Files gebaut und remote gestartet wird. Das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten, weil sich wirklich alles von Scratch aufbaut und ich viele Tools und Frameworks vorinstalliert habe. Dann kann man sich mit der Umgebung, die im Container läuft, verbinden, entweder aus dem Browser heraus oder auch über Visual Studio Code. Okay. Ja, und also wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass so ein Dev-Container ist ja pro Repository. Das heißt, man könnte es so machen, dass man dann für jedes Service-Team oder so, die ja in einem eigenen Repo arbeiten, einen Dev-Container anlegt und dass die dann wirklich immer nur für ihr Repo die Sachen rein installieren, sage ich jetzt ganz einfach mal, die sie brauchen, um mit dem Repo zu arbeiten. Das ist ja auch cool, wenn man zum Beispiel an Open Source denkt, an Open Source Projekte, habe ich nämlich auch schon öfter mal gesehen, so ein Dev-Container, das nutzen die Leute dann wahrscheinlich, um es Contributern zu erleichtern, neuen Content zu erstellen bzw. mitzuarbeiten, dass die dann super schnell so eine Entwicklungsumgebung aufgesetzt haben. Das finde ich ja sehr cool. Genau. Und hier sieht man jetzt, was alles so passiert. Okay, schon gesehen, Docker Image gebaut, ja. Cool. Im Endeffekt ist Codebase eine portable, internetbasierte Entwicklungsumgebung, die du wirklich von unterschiedlichsten Devices aus nutzen kannst. Also das bedeutet, dass es komplett egal ist, ob du auf einem Tablet oder einem wirklich super starken Rechner arbeitest, weil die Rechenleistung bzw. die Compute Power nicht an deinem Device geknüpft ist, sondern wirklich aus der Cloud kommt. Ah, hier, guck mal, hier, hast du gesehen, dann, your system, installing Dapper CLI. Ah, cool, Dapper installiert. Finde ich ja sehr cool. Okay. Genau. Gibt es, also ich habe von einem Kollegen gehört, der auch mir von diesem Dev-Container mal erzählt hatte, dass es scheinbar auch im Visual Studio Code irgendwie die Extension oder irgendwas gibt, oder? Genau, du kannst dein lokales VS Studio Code nutzen, um dich mit Codespace zu verbinden. Das können wir auch mal kurz machen, wenn du Lust hast. Klar. Dafür müsstest du die GitHub Codespaces Extension installieren. Okay, jetzt habe ich mal hier ein Codespaces. GitHub Codespaces installieren.
Ah ja, wird doch schon gut oft runtergeladen, ja. Das stimmt. Genau. Öffne das gerne mal und dann bitte direkt die Kommandopalette. Okay, warte, warte, warte. Kommandopalette und dann. Genau, und wenn du dann Create Codespace eintippst. Create new Codespace. Ah, okay, jetzt lädt er meine Repos. Da sieht ja jeder, was ich hier mache. Das ist ja nicht schön. Okay, und jetzt ich öffne mal einfach irgendeins jetzt mal. Also ich weiß hier bei meinem CDKTF-Demo, da habe ich keinen Dev-Container. Okay. Okay. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was passiert. Also wenn ich dich jetzt. Nee, die Änderung wollen wir hier mal nicht speichern. Wenn ich die jetzt richtig verstehe, wird jetzt ein Codespace gestartet in der Cloud und mein lokales Visual Studio Code verbindet sich mit dem Codespace in der Cloud. Ah ja, okay, hier oben unten stand eben auch Opening Remote und jetzt sehen wir hier Codespace. Das ist sehr cool. Und das war jetzt natürlich, so wie gesagt, das ist wirklich super schnell. Das andere hat natürlich eben all diese Tools installiert. Aber hier ist jetzt auch schon sowas drin. Ich sehe schon, Python ist drin, Azure CLI wahrscheinlich und so. Ja, sehr cool. Aber jetzt, besonders, ja, genau, da ist es. Also Terraform zum Beispiel nutzen wir ja auch. Terraform ist noch nicht drin. Jetzt verstehe ich das. Okay, du hast so ein wirklich, hast so ein Codespaces für dich, für uns gebaut sozusagen, wenn ja fast. Okay, verstehe. Genau, und das Und geht jetzt so super schnell, weil eben, wie du schon gesagt hast, kein Container gebaut wurde. ah ja, okay, genau, weil er das Default-Image nimmt und das kann er dann einfach starten. Okay, genau, passt. Und jetzt hier noch so ein neues Symbol Ja, im genau. Mode. Ich wollte gerade fragen, ob dir das neue Icon links aufgefallen ist. Das ist der Remote Explorer, der wurde mit der Codespace Extension mit installiert. Ah, okay, jetzt sehe ich hier schon. Ja, genau. GitHub Repositories sehe ich hier auch. Ah, okay, das wird hier dann zusammengefasst. Also ist das andere. Die andere Extension, die wir vorhin installiert haben. Cool. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was ist denn eigentlich aus dem. Ah, warte mal, das war vorhin das Fenster, wo dein Dev-Container gebaut wurde. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir drin sind. Und jetzt sag bloß, jetzt hier haben wir jetzt Terraform und sowas alles, oder wie? Cool. Das war alles da. Ja, Wahnsinn. Und all die, ich habe ja auch irgendwie Packages dir gesagt, dass du die installieren sollst, Curl und so weiter. Na gut, das gehe ich mal von aus, dass du das alles jetzt richtig machst. Ja, sehr cool. Du, ich glaube, da fange ich sofort an, das zu nutzen. Also, das finde ich ja mega, mega cool. Sehr Ähm, gut, freut mich, dass ich dir so und viel zeigen kann. Ja. ja, ich bin total begeistert und vor allen Dingen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es jetzt so, im Gegensatz zu der Web-Editor-Ansicht vorhin, hat man jetzt hier die Möglichkeit, auch eine Debug-Session zu starten, oder? Weil ich mein Terminal haben wir schon gesehen, habe ich jetzt hier anstatt in der Web-Editor-Ansicht, aber jetzt bin ich mal gespannt. Du hast ja gesagt, du hast hier so eine kleine Python Hello World-App geschrieben, eine Flask-App, sehr cool. Und die kann ich jetzt einfach starten. Genau, geh mal bitte zurück in den Browser und dann siehst du, wie Codespaces im Browser aussieht. Und dann kannst du echt einfach eine Debug-Session starten. Und wie du gesagt hast, ich habe eine kleine Flask-Sample-App schon drin. Und jetzt, bevor du Start drückst, können wir mal ausprobieren. Mach mal in Zeile 6 einen Breakpoint. Ja, du, warte mal, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ja. Ich wollte jetzt nämlich noch mal schnell was schauen. Und zwar, wenn jetzt Flask hier importiert wird, dann müsste man ja eigentlich auch so ein Requirements. Ah, hier hast du das Requirements-File mit Flask. Okay. Und das wird dann auch während der Dev-Container gestartet wird. Ah, okay, ich sehe Post-Create-Command. Also man kann, wenn eigentlich das komplett fertig ist, kann man so eine App, also wenn es fertig angelegt wurde, noch ein Command ausführen. Das ist jetzt hier pip install des Requirements. Okay, das heißt, Flask ist dann auch ready. Also ja, das ist ja komplett fertig. Okay, was meinst du genau? Sorry, ich schweife hier aus irgendwie oder ab. Nein, Okay. schön, schön die Begeisterung zu sehen. Genau, in Zeile 6 den Breakpoint, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Oh, Zeile 6, den In Breakpoint. der App-File, genau. Okay. Geht jetzt im Moment gerade nicht, scheinbar. Also mal kurz hier das ganze Zeug ausmachen. So könnte man das ein Git Repository, ja, weil da sind wir ja gar nicht. Hier sind wir.
Okay, irgendwie will er mich ärgern, scheinbar mit dem Debug jetzt hier. Aber das ist ja nicht so schlimm. Können ja einfach, das müsste ja eigentlich gehen, wenn ich das jetzt nochmal refreshe. Wollen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Ich hoffe, dass er jetzt nicht neu bauen muss. Ah, nee, okay, er connectet sich jetzt nochmal neu. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann dauert es wahrscheinlich wieder eine Sekunde. Genau. Oder zwei. Ach so, weil, ah, okay, der aktiviert natürlich jetzt alle Extensions wieder. Okay, gut, aber es ging ja trotzdem super schnell. Verstehe. Okay, ah ja, jetzt können wir hier auch tatsächlich die Debug-Session starten. Ja, das kennt man ja, wenn man was zeigt, dass es dann immer, wenn man es jemandem zeigt, in dem Moment nicht so perfekt funktioniert. Okay, aber ist egal. Du hast gesagt, ich soll einen Breakpoint machen. Hier, Zeile genau. 6. Haben gerne. Wir. 6. Okay, und dann starte ich einfach, sagst du. Ja, bitte starten. Okay. Ah ja, okay, genau. Ah ja, ich sehe schon, ja. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Normalerweise ist es ja so, wenn man so ein lokales Development macht, und ich sehe schon Environment bei Flasks of Dev, das heißt, er exponiert einen Port auf dem Local Host. Also, aber wie soll denn das gehen? Ich meine, wir sind doch jetzt, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir in der Cloud. Wie soll denn auf dem Localhost einen Port gemacht. Gute Frage, das probieren wir doch einfach mal aus. Wenn du unten auf diesen Link Running on HT, ja, nee, genau, da ja. Bitte klicken, ja. Ja, und dann wird ein neuer Tab geöffnet und eine neue URL. Ah, okay. Ja, ich sehe schon, hier in der URL hat er den Port mit reingebastelt irgendwie. Ja, das ist so eine Ad-Hoc. Ah, und guck mal hier. Da ist der Breakpoint. Okay, also jetzt bin ich heute total platt. Okay, und wenn ich jetzt hier auf Weiter drücke, dann steht hier jetzt Hello. Also das muss ich sagen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Okay. Genau, und das Coole daran ist halt wirklich, dass die URL automatisch generiert wird und der Port als Parameter drin steht. Okay, ja, genau, hier unten sehe ich schon Ports. Okay. Ah ja, das ist der Port. Okay, cool. Und das ist die Adresse, die dann angelegt wird. Und was haben wir hier noch für Sachen? Ja, wenn du zum Beispiel unten mal auf Ports klickst, dann kannst du auch noch die Privacy-Einstellungen, genau, da bist du ja schon immer einen Schritt voraus, die Privacy-Einstellungen ändern, zum Beispiel die Visibility auf Public stellen, wenn du darauf Lust hast. Okay, ich sehe schon, dann können andere das auch sehen. Ja, das ist ja eine coole Sache, ja. Okay, also finde ich alles mega. Ich glaube, wir müssten mal wirklich schauen, ob wir uns dort, ob wir das irgendwie alles anwenden. Ja. Du, uns läuft ja die Zeit weg. Ich glaube, wir haben bloß noch irgendwie 8 Minuten oder so. Hast du mit Marcel schon mal gesprochen? Wir machen ja einmal die Woche immer so eine Code-Sharing-Session, weißt du, wo wir einfach so eine Peer-Programming-Session machen, wo wir uns im Münchner Office treffen und alle zusammen an einem Code, aber nicht alle zusammen, zu zweit immer. Hast du mit dem schon mal einen Zeitpunkt ausgemacht? Ja, wir haben heute Morgen telefoniert. Ich freue mich schon, euch alle dann auch mal in echt zu sehen. Aber ich habe mit Marcel jetzt besprochen, dass er gar nicht extra ins Büro nach München kommen muss. Der braucht ja auch immer eine Stunde Pendelzeit von Rosenheim und machen unsere Peer-Programming-Session einfach remote. Remote. Und du zeigst mir jetzt, wie ich wahrscheinlich eine weitere Visual Studio Code Extension installiere, damit das geht, oder wie? Ganz genau. Okay, welche? Ich bin installiere gerne mal die Visual Studio Code Extension Live Share. Share. Okay, such da. Okay. Ja. Kanntest du die schon? Kannte ich nicht, aber irgendwie ist das bei mir schon vorinstalliert hier, komischerweise. Okay, ach, das ist das Icon, dann klicke ich einfach gleich mal drauf. Und wenn ich jetzt Freigabe drücke, was passiert jetzt hier? Ich mache das einfach mal. Okay, ja. Generiert, genau. Den kannst du jetzt mir zum Beispiel schicken, dann können wir gemeinsam die Live-Sharing-Session starten. Okay, das kann ich hier schließen. Okay, Freigabe. Ah, okay. So, ach ja, hier steht's. Copy-Invite-Link. Genau, den schicke ich dir jetzt im Chat. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Ich fange jetzt mal in der Zwischenzeit an, hier mal schon so ein bisschen rumzubauen. Super, und ich öffne in der Zwischenzeit mal den Link, den du mir geschickt hast. Genau, das mal.
So, siehst du, dass ich teilgenommen habe? Ich sehe jetzt leider gerade nicht deinen Bildschirm, weil ich jetzt ja Visual Studio geöffnet habe. Aber okay. Genau, warte, jetzt muss ich mal gucken. Da ist die Kira. Ach, jetzt sehe ich dein Cursor hier bei mir im. Ah, okay. Stehe. Okay, und jetzt können wir zusammen an dem gleichen Pfeil arbeiten, oder wie? Genau, lass es uns gerne mal ausprobieren, wenn du was schreiben möchtest. Ich habe schon. Genau. Ah, okay, jetzt sehe ich, dass du auch schreiben kannst. Ja, okay, passt. Cool. Dann nehme ich meinen Return natürlich weg. Ja. Ah, das ist natürlich ganz cool. Sehr, sehr geil, ja. Genau, und ich sehe dann auch immer gleich, wo du gerade bist. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich gegenseitig nicht Dinge löscht, aber ich sehe immer ganz genau, wo du bist. Man kann sich gegenseitig ergänzen. Also echt ein cooles Feature. Okay, ich sehe schon, wir haben hier viel Spaß mit dir. Freut uns natürlich immer, wenn so talentierte junge Damen bei uns im Team anfangen und dann gerade mit so vielen neuen Sachen. Hast du dann irgendwie noch irgendwas Cooles, was du mir noch zeigen kannst? Fünf Minuten haben wir noch. Okay, erst noch ganz kurz, um das abzuschließen. Es gibt noch eine Chat-Funktion und eine Telefonie über Live-Share-Audio-Extension. Aber wir können auch ganz wie gewohnt einfach mit Microsoft Teams weiterarbeiten während der Session. Aber die Funktionen gäbe es auch. Cool. Sehr cool. Genau. Also, wenn du magst, ich frage jetzt einfach mal so, die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt hoch. Ne? Hast du noch eine Sache, die du mir irgendwie zeigen kannst? Ja, ich weiß nicht, ob du von Copilot schon was gehört hast. Copilot installiere ich wahrscheinlich gleich wieder eine Extension, kann ich mir vorstellen. Genau. Copilot, GitHub Copilot. Okay, cool, wurde aber auch schon super oft runtergeladen. Ja. Okay, da will er jetzt irgendwie das, ich was agree, das mache ich gerade mal. Ah, okay, jetzt sehe ich hier unten, Copilot ist scheinbar aktiviert. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Wie soll ich das jetzt rausfinden? Geh mal bitte die Flask-App zurück. Ja, bin schon drin. Und jetzt schreibt er, macht er hier einen Vorschlag. Okay, Name, ja, passt, okay. Achso, da schlägt sogar Kommentare vor. Hello, Name, ja. Genau, also das Besondere, also Copilot kannst du dir wirklich als die nächste Evolutionsstufe von IntelliSense vorstellen. Also nur mit der Besonderheit, dass nicht nur Code Completion auf Basis der genutzten Module und des eigenen Codes, sondern wirklich unter Einbeziehung tausender öffentlicher GitHub-Repos passiert. Und auf Basis von künstlicher Intelligenz und der Erfahrungswerte werden dir dann immer schon Vorschläge gemacht. Okay. Pass auf, den mache ich mal jetzt und ich habe schon gesehen, ich habe Calc Square gemacht. Jetzt mache ich nochmal Calc First 100 Prime Numbers. Hm? Primes, ach guck mal. Okay. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, weil du siehst, man muss natürlich wie im echten Leben, man darf nicht alles blind vertrauen, sondern du musst gucken, ob das dann wirklich das macht, was du vorhattest. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Steuerung Enter klickst, dann kannst du verschiedene Vorschläge durchsuchen und anschauen, was dir noch angezeigt wird. Weil jetzt hat er ja gerade, war ja der Fall, dass nur die im Rahmen der ersten 100 Zahlen nach Primnummern gesucht wurde. Ja, okay. Genau. Also Primes wird am Ende nicht 100 groß sein, das verstehe ich. Okay, und jetzt kann ich hier, wenn ich Steuerung Enter gedrückt habe, kann ich mir verschiedene Solutions angucken, okay. Da öffnet sich dann rechts das Copilot-Fenster mit verschiedenen Vorschlägen und dann kannst du dir den richtigen aussuchen. Okay, aber das scheint hier tatsächlich das auch nicht so richtig für... Okay, aber das finde ich cool. Also ich kann jetzt irgendwie zum Beispiel sagen, Accept Solution und dann baut er das. Okay, jetzt haben wir hier irgendwie so einen Hickhack. Wollen wir nochmal gucken. Okay, jetzt macht er das hier nochmal so. Und jetzt gucken wir nochmal Steuerung Enter. Da hat er 10 Solutions, beziehungsweise einige. Da haben wahrscheinlich noch einige nachgeladen. Okay, dann kann ich mir eine aussuchen und dann habe ich die so. Okay, die Implementierung ist ja auch noch nicht richtig. Ah, ich verstehe, aber also es geht eigentlich darum, so anstatt jetzt irgendwie zu Stack Overflow zu gehen und zu sagen, wie ist der Algorithmus, hat man es dann direkt hier und kann super produktiv
loslegen. Ja. Nee, das finde ich ja mega, mega cool. Also Kira, uns läuft die Zeit davon. Ich finde es so cool, was du alles mir heute gezeigt hast. Und ich frage mich gerade, ob wir nicht einige Sachen davon vielleicht auch für uns im Team verwenden sollten und ob du vielleicht Lust hast, das nächste Woche im Team-Meeting mal vorzustellen. Das gerne. Ich finde es so cool, dass ihr da so offen seid, auch für neue Ideen und neue Änderungen. Und ich glaube, das macht das Onboarding von vielen neuen Kollegen einfacher. Also ich stelle ich sehr gerne vor und freue mich auf die Zusammenarbeit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit mit unserer Session durch. Wir schlüpfen mal aus der Rolle wieder raus und gucken mal, haben wir noch Zeit für Fragen, Kira? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Genau 9 Uhr, also ich glaube leider nicht. Okay, dann schaut euch einfach weiterhin die Sessions an auf der Ignite. Ihr werdet wahrscheinlich auch noch viel über Copilot sehen. Letzte Woche war die GitHub Universe, da gibt es auch Sessions über Copilot. Dann viel Spaß, wie gesagt, noch bei der Ignite und wir sagen Tschüss und bis bald. Vielen Dank, tschüss. Ciao.